Genossen, wo hast du das gestanden? Das ist ja nicht so, Sie wechseln ja gerne mal die Partei und ich weiß jetzt nicht mehr, 3, 4 Mal, ich hab nicht mehr nur mitgezählt. Ah, da steht's. ÖDP, genau. Ja, seien Sie mal ehrlich, Frau Zierl, Sie haben doch daheim schon ein Parteibücherregal, oder? Bei der Podiumsdiskussion der Süddeutschen, gell, da hat auf ihrem Namensschild hat da der Doktor gefallen. Der ist da von Hand nachgeschrieben gewesen. Haben Sie das selber gemacht, oder? Ich hab's mir schon gedacht. Aber jetzt möchte sie OB-in werden. Und dafür habe ich mir was angeschaut. Ich meine, ganz klar, der nächste Hände schon was. Hat jetzt die Frau so drauf, gell? Also schaust du auf ihre Homepage. www.alexa-zierl.de. Einfach. Gell? Aber ganz ehrlich, also ich hab's mitgebracht, die Homepage. Und ich schreibe mal ein, Alexa, die ist jetzt offline, wir haben es mitgebracht. Das muss ich euch sagen, weil sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich habe es extra groß gemacht. Das ist die Homepage der Alexa Zierl. Also wer sich da, kann man es wiedererkennen, gell? Und da sind drei Felder, da steht drauf Name, E-Mail, Nachricht. Gut? Dann habe ich versucht, irgendwo zu klicken. Irgendwo. Egal wo. Und Frau Zierl, ich habe es mit 3 verschiedenen Browsern ausprobiert. Nichts! Das ist alles, was es von Alexa Zierl im Internet gibt. Könnt ihr euch das vorstellen? Also, haben Sie... Es kann doch nicht sein, dass Sie da nichts zu sagen haben. So kenne ich Sie ja gar nicht. Ja, Sie meinen wahrscheinlich, weil eh schon immer so viel in der Zeitung ist und so weiter. Aber, Herr Zierl, Doktor der Robotik. Ja. Also da kann man schon wissen, dass es sowas gibt wie das Internet und dass da Homepages mit Inhalt gerade im Wahlkampf nie so schlecht waren. Aber... Was wir über andere Quellen rausgefunden haben, was für Sie das Allerwichtigste ist, ist alle am Tisch haben. Immer mit allen reden. Ja? Egal wer viel. Ja? Die dürfen alle kommen. Ja? Und dann dürfen die reden und durcheinander und frei. Und dann dürfen sie mitentscheiden. Alle an einem Tisch dürfen mitentscheiden, solange es die richtige Entscheidung ist. Ja? Also die Entscheidung von der Alexa. Und solange alle an dem Tisch noch nicht die Entscheidung von der Alexa finden, reden wir einfach weiter. So lange, bis alle die Entscheidung von der Alexa mitrund. Genauso funktioniert es, oder? Perfekt. Aber Frau Zierl, ich weiß, Sie sind hart im Nehmer. Das halten Sie leicht aus. Was Ihnen mindestens genauso wichtig ist, ist CO2 reduzieren. Ganz, ganz wichtig. Weil sonst gängen wir alle ein. Das wissen wir. Ja? Und da habe ich jetzt was für Sie gefunden. Das ist ganz wichtig. Bitte zuhören. Frau Zierl, haben Sie gewusst, dass man beim Reden bis zu 74% mehr CO2 ausstößt, als wir beim Zuhören? Also das, wenn man das einmal hochrechnet, ja, ich habe das hochrechnen lassen, da kommen wir fast auf 900 Gramm pro Tag eingespartes CO2. Ja. Das sind über 300 Kilogramm klimaschädlichstes CO2 im Jahr. Das darf mir mal gefallen. Schweigen fürs Klima.
Ja. Also, man sagt ja alle, man muss bei sich selber anfangen. Was Bruck jetzt angefangen hat, ich weiß nicht, wer von euch in den letzten Monaten durch die schönen Geisinger Straße gefahren ist. Ha, war schon jemand, gell? Die schönen Geiser für die Fremden und kurzfristig Zugezogenen. In der schönen Geisinger Straße haben wir jetzt eine 20er-Zone. Ja, nicht eine 30er-Zone, nein, nein, eine 20er-Zone. Ja. Und ganz ehrlich, super. Ja. Aber warum auch hier? Warum nicht eine 10er-Zone? Oder eine 5er-Zone? Das war noch besser. Weil, das wissen wir alle, die Stadt Fürstenfeldbruck braucht dringend Cash. Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Ja? So, und jetzt gebe ich euch mal ein Beispiel. Wir sind in der 20er-Zone. Ja? Und ich fahre so 30. Ja? Dann bin ich so 10 Kilometer zu schnell. Und wenn ich blitzt werde, kassiert die Stadt 58,50 Euro. Aber wenn ich jetzt eine 10er-Zone hätte, dann bin ich schon 20 Kilometer zu schnell und die Stadt kassiert von mir 98,50 Euro. Oder noch besser, und jetzt wäre es richtig gut zu hören, machen wir eine 5er-Zone. Und ich fahre rund 30, da bin ich vielleicht sogar 26 km/h zu schnell. Da kassiert die Stadt 208,50 Euro. Das sind 365% mehr wie in der geschissenen 20er-Zone. Und dann kommt endlich einmal ein Geld ein. Und dann hat das auch einen Sinn. Weil ganz ehrlich, wenn sich der Igel schneller in der Innenstadt fortbewegt als das Auto, dann sind wir endlich auf dem Weg zu einer haushaltsprofitablen Klimaneutralität. Und merkt es euch, gell? Wenn ihr fahrt zum Einschätzen, weil man schaut ja nicht dauernd auf den Tacho, wenn euch rechts ein Busheisel überholt, dann fahrt es genau richtig.